Mit schweren Verletzungen in diesem Transporter eingeklemmt wurde am Montagmittag ein 65 Jahre alter Mann aus Wolfhagen. Der Fahrer war aus noch unbekannten Gründen zwischen Bühle und Landau auf die Bankette geraten. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über den Ford Transit, der ins Schleudern geriet und von der Landesstraße abkam. Der Lieferwagen stürzte eine 4 Meter tiefe Böschung hinunter und prallte am Waldrand frontal gegen einen Baum. Feuerwehrleute aus Bad Arolsen, Landau, Volkhardinghausen und Bühle rückten aus, ebenso der Arolser Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens. Der Kasseler Rettungshubschrauber Christoph Sieben kam ebenfalls zur Unfallstelle. Der Fahrer dieses Lastwagens unterstützte die Einsatzkräfte. Ja, zunächst einmal muss man sehr lobend hervorheben, dass ein zufällig vorbeikommender Lkw-Fahrer sein Fahrzeug zusammen mit entsprechendem Seilwerk genutzt hat, mit den ersten Feuerwehrkräften das Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen zu sichern. Nachdem der Schwerverletzte befreit worden war, versorgten Rettungskräfte und Notärzte den 65-Jährigen im Rettungswagen. Anschließend flogen die Luftretter den Wolfhager in eine Kasseler Klinik. Wie schwer seine Verletzungen sind, wusste die Polizei an der Unfallstelle nicht. Der Transporter wurde vollständig zerstört. Die Polizei gab den Schaden mit rund 12.000 Euro an.